Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Aram und heute spiele ich einen 2 vs 2 RT. Hab mich für Random entschieden und Untote bekommen. Gut, damit bin ich ganz zufrieden. Und ich werde mal, ja, Maskule gehen. Einfach richtig Mass. Die dann trotzdem auf Tier 3 tacken. Und dann mit Ghoul-Raserei einfach mal, hops, alles überrennen. Trotzdem baue ich immer den Friedhof mit. Genug Gold für Ghoul hat man eigentlich immer. So, jetzt den Altar. Und aus diesem Grund baue ich dann natürlich auch den Dreadlord. Euer Befehl, Meister. Es ist mehr Gold erforderlich. So, Shop kann man mal vorne vorbauen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Es ist mehr Gold erforderlich. Na, bei ihm, das sieht er noch nach. Nee, auch Ghoul, denke ich. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. So, und gleich das nächste Ziggurat in Auftrag geben. Ich wünsche nur zu dienen. Es ist mehr Gold erforderlich. Mein Schicksal ist besiegelt. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Wollen wir mal schauen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Oh, ihr seht, Ghoul kann man tierisch schnell, tierisch viele pumpen. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Errichtet mehr Ziggurats. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Also mal ein bisschen schlecht, wenn man nicht so richtig aufpasst, ne? Habe ich in diesem Fall allerdings auch nicht. Die Nacht lockt. So, ich nehme als erstes die Aura. Gold erforderlich. Ich muss bald jagen. Was ist es diesmal? Wohl an denn. Das war mein Plan. So, dann starten wir erstmal mit dem grünen Creepspot. Hier haben wir auf jeden Fall auch ein Undead. Und einen Nachtelfen. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Oh, fangt da mal an. So, und ich gehe ihn direkt einmal ärgern. Unsere Streitkräfte werden. Der Tod wütet. Na gut, gehen wir nicht ärgern, gehen wir in die Creeps klauen wenigstens. Ich hungere. Ich muss bald jagen. Nicht blocken. Oh. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Auch schon abgeschlossen. Der Tod wütet. Sterbt. Ich muss bald jagen. So, Monk der Schatten.
ja, nicht unbedingt mein Lieblings-Item, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Habt ihr daran gedacht? Kann ich mal eins reinschicken? Zum Scouten. Okay, er hat einen Tower. Und ich gehe weiter auf Tier 3. Und raus. Wenn er natürlich direkt portet, gehe ich auch direkt wieder zurück. Mein Leben für Ner'zhul. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich muss bald jagen. Was ist es diesmal? Ich hungere. Ich beuge mich eurem Willen. Ich muss bald jagen. Seid gegrüßt. Das war mein Plan. Wohlan denn. Das war mein Plan. Was liegt an? Ich muss bald jagen. Seid gegrüßt. Oh, Digga, du ruhst dich noch mal ein bisschen aus. Was ist es diesmal? Seid gegrüßt. Was ist es diesmal? Oh, der hält ganz schön aus. So, da, Mann. Das war mein Plan. So. Leben für Ner'zhul. Jetzt aber weiter auf Nekros. Gehorche mit Freuden. Was ist es diesmal? Ausbau abgeschlossen. So, Tier 3 durch. Sehr schön. Dann können wir gleich hier Ghoul-Raserei. Dann gehen die nämlich richtig schön ab. Forschung abgeschlossen. Ich muss bald jagen. Die Verdammten stehen bereit. Habt ihr daran gedacht? So, da ist der gegnerische Nachtelf. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, und ich mache auch ein Go auf seine Base. Ausbau abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. So. Einverstanden. Jetzt verziehen wir uns hier mal wieder. Beschwören. Ja, Meister. Mein Schicksal. So, und jetzt brauche ich natürlich. Hallo? Boah. Was ein Hammerleck. So, jetzt brauche ich natürlich. Was wollte ich denn sagen? Ein neues TP. Aber erstmal hole ich mir hier die Echse.
Freuden. Seid gegrüßt. Und ich pumpe trotzdem weitere Ghule. Die Verdammten stehen bereit. Die Schatten locken. Ich brauche dann ja gleich auch ein paar Opfer, die dann beim Gegner in die Base reinlaufen. Damit ich erstmal ein paar Skelette habe dann. So, braucht man nur anzustellen. Zack. Da haben sie Skelette beschworen. Kann man sehr schön sehen. Das eine schicke ich mal vor. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist des Schattens Begehr? Möge die Dunkelheit mich leiten. Was, Sterblicher? Das war mein Plan. Was ist es diesmal? So. Forschung abgeschlossen. Muss bald jagen. Die Toten sollen dienen. Muss spachteln. Auf seine Fiends warten. Und go. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was ist des Schattens Begehr? Damit fokussiere ich seine Main. Die rastlosen Toten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Toten sollen dienen für den Lichtkönig. Was, Sterblicher? Errichtet mehr Zibukas. Was ist es diesmal? Die rastlosen Toten. Was, Sterblicher? Oh, damit. Ah, ich hab TP vergessen. Seid gegrüßt. Unser Held wurde getötet. Nur zu dienen. Die Schatten lockten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist des Schattens begegnet? Streitkräfte werden angegriffen. Die Nacht lockt. Wohl an, denn. Hoffentlich taucht das was. So, Level 5. Ja, Vorsicht mit deinem Helden. Ich muss bald jagen. Was ist es, die Toten sollen dienen? Seid gegrüßt. So, der braucht Mana. Was ist des Schattens Begehr? Möge die Dunkelheit mich leiten. Ich liebe Nekros. Kommen die meisten einfach nicht drauf klar.
Es ist mehr Gold erforderlich. Die rastlosen Totenfallen. Was ist es diesmal? Hoffentlich taugt das was. Seid gegrüßt. Und Level 6. Komm, den lassen wir eben auf den Kopf fallen. Boom! Ja, Nekros sind schon eine üble Waffe. Erster Gegner ist rausgegangen. Guckt euch das an, was sie mit dem machen. Meine Skelettkrieger! So, fast Level 7, Dreadlord. Echse läuft. Errichtet mehr Ziggurats. Errichtet mehr Ziggurats. Ja gut, errichten wir mal mehr Ziggurats. Mein Schicksal ist besiegelt. Was, Sterblicher? Die Toten sollen dienen. So, Skelette schicken wir zuerst vor. Und dann meine Armee. Oh, Höllenbestie darf man nicht vergessen. Ach ja. Und da stehen sie gleich auf. Oh, nicht sterben. Stufe 7. Potten wehrt sich da hinten noch fleißig. Und meine Höllenbestie haut da drin auch rein. Das ist wirklich das geilste Ultimate so ziemlich, finde ich. Da ist die Ult schon wieder ready. So, Stufe 8, Dreadlord. Jetzt geht er raus. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, schaut auch im nächsten wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.